Und dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Ne? Hey ho. Und zurück. Bei Thief. Ich hoffe, dass der Wachmann da jetzt nicht herkommt. Oh mein Gott, ich muss schnell hier weg. Wir haben beim letzten Mal versucht, da hochzukommen. Aber da sind zwei Spinnen und nur zwei Moospfeile. Deswegen werde ich mir das jetzt nicht antun, da extra hochzusteigen. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, bei dieser Stelle bin ich einfach so oft gestorben, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich werde so oft schnell speichern müssen. Ja, ich habe Angst. Okay. Deshalb haben wir hier so viele Seilpfeile noch gefunden. Kann das sein, dass es deswegen war? Wegen dieser bescheuerten Stelle hier? Ich hätte wenigstens einmal speichern sollen, richtig? Okay, dann wenigstens einmal schnell speichern. So. Weiter geht's. Warten. Warten, warten, warten. Warten. Gibt's denn noch irgendwas zu holen? Nee. Gut. Dann weiter. Im Text. Zack. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, warum ich so oft gestorben bin. Das ist doch eigentlich ganz easy hier. Oder? Täusche ich mich da? Also, an sich ist doch eigentlich zu schaffen. Jetzt habe ich meinen Timer nicht gestartet. So, starten sollte man den auch. Wenn man ihn denn schon neben sich liegen hat. Padim. Und zack. Ist die Frage, bringt das jetzt überhaupt irgendwas, dass ich hier hochgekraxelt bin? Nicht darunter springen, bitte. Oh, ich habe Höhenangst. Garrett hat ja zum Glück keine. Wie er im... Achso, hier ist eine Tür. Okay. Wie er im zweiten Level oder so mal betont hat. Auf jeden Fall mit diesem Horn von Quinus. Quintus, Quinus irgendwie. Ah, Tür. Warum komme ich durch diese dämliche Tür nicht durch? Dankeschön. Oh, da wird einem ja schwindelig, wenn man hier in diese... Oh mein Gott, da ist die Decke. Da ist der Boden. Oh, kann ich den mitnehmen? Oh, cool, den kann ich mitnehmen. Oh mein Gott. Uff, nein, geh bitte da durch. Danke. Aha. Ach, hier sind wir jetzt wieder im Garten. Okay, schnell speichern. Gut, damit haben wir die Little Big World sozusagen durch. Und jetzt würde ich mich ganz gerne nochmal hier so ein bisschen umschauen. Weil ich glaube, hier gibt es noch einige Wege, die ich noch nicht wirklich ganz erforscht habe, sage ich mal. Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht jeden einzelnen Winkel hier erforschen, aber ich fände es schon ganz cool, wenn man wenigstens so ein paar mehr oder weniger wichtige Ecken dieses Spiels mal durch hat. Ah, hier war ich doch schon. Stimmt, hier kam ich ja her. Okay. Das war der Eingang in diese interessante Welt. Ich glaube, hier war ich aber auch schon, oder? Ha! Holy shit. Bitte komm nicht hier lang. Oh mein Gott. Was war das denn? Aber er hat mich nicht gesehen. Das müsst ihr mir schon mal zugute halten. Er hat mich nicht entdeckt. Oh mein Gott. Schock fürs Leben, ey. Echt Schock. Okay. Tut der Kopf gerade so ein bisschen weh. Dezent. Kopfaua. Ja, dezent. Kommt er jetzt hier wieder her? Oder kommt er da wieder her? Da kommt er wieder her. Ob er hier vorbeikommt? Oder läuft er nur da vorne längs? Er scheint auch hierher zu laufen. Hey, lass mich.
Okay, sorry. Jedes Mal, wenn ich irgendwie niederknüppel, dann bin ich immer extrem leise. Merke ich. So selber an mir. Keine Ahnung. So, wenn ich dich hier... Oh, der hängt. Mit dem Kopf in der Wand. Hier gibt es keinen mit dem Kopf durch die Wand. Hier gibt es nur einen mit dem Kopf in die Wand. Hört ihr auch Frösche? Irgendwie höre ich Frösche. Ich höre es quaken. Okay, erstmal hier längs. Ist da noch ein Wasserfall? Nee, ne? Ach, hier war ich doch schon. Hier habe ich doch die Wasserfälle, habe ich doch alle durch hier. Aha. Ich wollte mal gucken, ob man die Pilze auch irgendwie ausschalten kann. Ich meine, irgendwo könnte man einen ausschalten. Was ist das? Das ist ein Baum. Ah, den konnte man ausschalten. Entschuldigung, meine Maus spackt manchmal so ein bisschen rum. Oh, was ist das denn? Hallo. Hier wächst das Geld auf den Bäumen bei dem Kerl. Jetzt höre ich schon wieder die Frösche husten hier. Boah. Wetten, hier verlaufe ich mich wieder. Hier verlaufe ich mich sicherlich wieder ganz hoffnungslos. Ah, zwei Wege. Von welchem kam ich jetzt? Von dem hier? Ich meine... Kann man da oben hin? Das wäre da so ein Loch oder sowas. Einmal kurz speichern. Nein. Seilfall. Da ist er. Hi! Kann man hier längs? Nein, kann man nicht. Oh, das hat mir gar nicht wehgetan. Ich will aber wissen, ob man da lang kann. Schade. Kann man offensichtlich nicht. Vielleicht bin ich einfach zu dick dafür. Gut. Dann halt nicht. Jetzt muss ich jetzt aber zusehen, dass ich hier auch irgendwie den Weg wieder zurückfinde. Sind das nur zwei Bäume? Oder ist das ein und derselbe? Nee, ne? Das wären das zwei. Hier war der... Ups. Nee, doch nicht. Ach, Mann. Oh, was ist denn mit meiner Maus los, ey? Ach so, hier war ich schon. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich glaube, hier kam ich her. Sehr gut. Na, zumindest habe ich den Rückweg wieder gefunden. Da kam ich her. So, gehe ich hier mal wieder zurück. Schön, wenn man keine Ahnung hat, wo man ist. Ach, da hinten liegt der Wachmann, okay. Da ist... Aha. Hier ist wieder dieser komische... Okay. Ey, lass mich hier rein. Hier geht's wieder dahin. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zusehen, dass ich auch den Weg zurück ins Haus wieder finde. Da oben ist ja auch ein Loch. Naja, was soll's. Okay, Weg ins Haus zurück habe ich gefunden.
So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf in die obersten Stockwerke. So. Ja, hier waren wir überall schon. Da haben wir das ja festgestellt, dass wir 100.000 Fallen in diesem dämlichen Haus zu erwarten haben. Wurden 50.000 Mal in allen möglichen Variationen erschreckt. Und jetzt habe ich, wenn ich ehrlich bin, aber irgendwie gar keine Ahnung mehr, wo ich genau lang musste. Ach Mann! Ich lasse mich von diesem Haus immer noch verarschen. Genau, hier war der Kamin, wo es noch woanders hinging. Ich mich jetzt wieder von meinen eigenen Schritten erschreckt? Nee, ne? Nee, ich hab hier was gehört. Gar nicht wahr, das sind doch meine eigenen Schritte. Verdammt. Okay, aber ich speichere hier trotzdem kurz ab. So. Hier war ich auch schon. Hier auch. Und hier war quasi der Anfang. Richtig? Richtig. Da stand aber, dass ich die in den obersten Stockwerken finden und suchen muss. Also suchen und finden und ouch. Kleinen Moment, was sind die Ziele? Get out of the... Ach so, ja, 500 habe ich ja schon längst gefunden. Okay, ich glaube, ich gehe doch mal hier längs. Bin ich geduckt? Ja, ich bin geduckt. Gucken, was ich da hinten so finde. Nein. Nein. Ah, es geht noch höher. Ehrlich? Aber da oben komme ich doch gar nicht weiter. Oder doch? Doch. Tatsache. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, das wusste ich gar nicht, dass es hier noch eine Etage gibt. Moment. Das bewahre ich mir mal auf hier. Oh, das ist ja Wahnsinn hier. Das ist echt der Wahnsinn. Okay. Tür 1, 2, 3 oder 4? Welche nehmen wir? Okay, ich bin ja für die hier. Was zum... Ach so, na super. Okay, okay, kein Problem. Nehmen wir halt die. Oh, da auch nicht. Ach, das ist der Wahnsinn, dieses Haus macht einen verrückt. Ist ja schrecklich. Hier ist hell. Hier ist verdammt hell. Wasserpfeile raus. 22 Stück. Passt. Schön dunkel machen alles hier. Damit auch ja keiner auf die Idee kommt, uns hier zu entdecken. Speichern. Ah, jawohl. Okay. Wir kommen der ganzen Sache näher. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der herläuft. Der läuft da längs, okay. Immer jetzt Moospfeile, 3 Stück. Dann bin ich so frei und pack da mal einen hin. Oh,
Oh, oh, oh. Da kommen gleich zwei. Ah, nee, gar nicht wahr. Er läuft wieder hierhin zurück. Aber warum? Das ist eine etwas kuriosere Route, die er läuft hier. Muss ich nur aufpassen, dass gleich, wenn er zurückkommt, nicht der andere gerade da hinten den Gang entlang läuft. Das ist halt der Nachteil. Die Etage mit dem Schwert ist halt super heftig bewacht. Da laufen tausend von Wachen rum. Das letzte Mal bin ich auch nur entkommen, weil ich den ganzen Wachen, die mich entdeckt haben, weil ich denen einfach abgehauen bin. Ich bin einfach nur gelaufen. Aber mit dem einen kleinen Lebenspunkt darf ich mir das eigentlich nicht erlauben. Prinzipiell müsste ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass sie alle schlafen gelegt sind. Ja, der kommt wieder. Der da hinten kommt aber, glaube ich, auch wieder, so wie es sich anhört. Ja. Okay, aber bis der. Ja, okay. Nein, nein, nein. Komm schon. Schnell, schnell, schnell. Hör! War das spannend. Heilige Scheiße. Okay, dann kann ich da hinten auch direkt den Seilpfeil, genau. Den Wasserpfeil verwenden und die Fackel ausmachen. Hat nicht so viel gebracht, weil der Gang irgendwie immer noch sehr hell ist. Okay, irgendwie müsste ich die Wache da hinten jetzt auch noch ausschalten können, aber ich habe keine Ahnung wie. Ich habe aber nicht genügend Moospfeile, um das da hinten jetzt den Weg noch irgendwie auszupolstern. Ich könnte aber da die komische Liane hochsteigen. Kann ich hier die? Kann ich das? Kann ich, ja. Höh! Oh. Ah, Bingo. Sehen die mich? So bestimmt nicht. Was ist los, Jungs? Nichts zu tun? Okay, wie kann ich die jetzt ausschalten? Ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Sprache das war, aber jedenfalls spreche ich sie nicht. Es tut mir sehr leid. Okay, ich habe ja gerade gespeichert. Das heißt, ich kann mich jetzt hier so ein bisschen weiter. Da vorne ist das Schwert übrigens. Heißt, ich müsste jetzt quasi nur irgendwie dahin kommen, es mitnehmen und dann wäre es das schon gewesen. Das Problem ist, dass die beide in verschiedene Richtungen gucken. Ich kann die also nicht. Könnte ich den von hier aus treffen? Wenn ich mich so ein bisschen nach vorne lehne? Nein, kann ich nicht. Wie sieht's jetzt aus? Nein, immer noch nicht. Aber sehen tut er mich auch noch nicht, ne? Tatsache. Der hat mich einfach gar nicht gesehen. Oh nein. Oh nein. Ach Mann, ey, der andere hat mich nicht bemerkt, aber der, das ist doch scheiße. Okay, aber ich könnte es prinzipiell so schaffen. Oder wie ist es mit Noisemaker? Aber dann sind die auf mich aufmerksam, dann kann ich die nicht mehr niederknüppeln. Ich versuch's einfach nochmal. Das wäre so gut gewesen, einfach. Das wäre so gut gewesen. Okay. Mist. Okay.
Er hat es nicht bemerkt. Er hat es nicht bemerkt. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Das heißt, ich baller dem jetzt eine Blitzbombe vor die Nase und versuche den dann niederzuhauen. Ist nur die Frage, wo habe ich die? Oh, ich habe noch eine. Ich habe noch einen Heiltrank. Wo habe ich denn den her? Ist ja cool. Nein, er hat mich bemerkt. Scheiße. Aber ich habe doch die scheiß Blitzbombe geworfen, Mann. Warum hat er mich denn bemerkt? Okay, die werde ich jetzt auf jeden Fall dann mal verschwenden, sozusagen. Ups. So. Oh nein. Weg damit. Jetzt habe ich eine Blitzbombe verschwendet, aber scheiß drauf. Falls ich sie im Laufe des Spiels nochmal brauchen sollte, werde ich es bereuen. Das weiß ich. Aber jetzt in dem Falle erstmal nicht. Das ist cool. Läuft doch eigentlich sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, dass der mich nicht auch noch entdeckt. Ich muss warten, bis die hierher gelaufen sind. Oh Gott. Es ist ein einziges Warten. Warten und warten. Und schießen und warten. So. Jetzt könnte ich hier noch einmal auspolstern, glaube ich. Weil wenn die mich hier dann jetzt erwischen, ist nicht so gut. Wo zum Henker läuft er denn her? Hier ist doch gar kein Gang, wo der rauskommen könnte. Höre ich jetzt die Schritte von unten oder wie? Vermutlich, hä? Okay. Ich bin mir jetzt schon fast sicher, dass ich die Schritte von da unten irgendwo höre. Da ist das Schwert. Ich muss nur irgendwie jetzt rankommen. Und zwar packe ich mir da oben einfach einen Seilpfeil hin. Klingt einfach, ist es aber nicht. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht doch hier diesen Gang entlang. Zack. In der Hoffnung, dass ich dann da rankomme. Was ich aber nicht glaube. Jawohl. So, wir haben das Schwert. Wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich auch den Weg hier raus wiederfinde. Okay. Go. Go, 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 go. Pack doch mal das Schwert weg. Kannst du schneller laufen. Zack. So. Ja, so laut zu sein ist jetzt nicht gerade förderlich, danke. Dann könnte ich jetzt in diesem Part tatsächlich diese Mission abschließen. Cool. Cool, cool. Ach, hier geht's doch. Geht's hier nicht direkt weiter runter? Nein, geht's nicht. Aber wo geht's denn dann runter? Okay. Ja, Leute. Ach, hier. Okay, klar. So. Habe ich eigentlich schon mal gespeichert, seit ich das Schwert habe? Ich weiß es gar nicht. Hier, auf der Etage müsste, glaube ich, der Haupteingang sein. Ausgang? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Irgendwo hier müsste der Hauptausgang sein. Vorne um die Ecke. Kurz reinlunzen.
Umlunzen. So. Ey, bin ich wieder im Garten, ne? Super. Okay. Ups. Ach, wo geht's hier längs? Ah, hier geht's wieder in diesem. Ja, genau. Hier geht's, glaube ich, auch in den Garten, ne? Nein, geht's nicht. Wo geht's denn hier hin? Hm? Ach so. Da vorne kam ich doch her. Irgendwann mal. Das war verdammt knapp. Schnell. Okay, einmal hier hoch, glaube ich. Und hier war dann irgendwo diese komische Tür. Was ist das denn da? Oder? Ich bin mir doch sicher, dass hier irgendwo diese komische Türe war, durch die ich anfangs hier reingekommen bin, oder? Ich speichere einfach erst nochmal. Da unten war die Tür, durch die ich nicht durchkam. Das war mir schon, ist mir schon klar. Ah, hier bin ich hergekommen. Richtig. So, hier und dann kann ich auch hier wieder raus. Bingo. So. Heißt, wenn ich jetzt hier... Ist das schon draußen? Zählt das schon? Ja, zählt schon. Haha. Okay, jetzt bin ich hier schon im... Bildschirm. Im Dingsbums-Bildschirm. Boah, wo geht's denn als nächstes hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber da mir hier Weihwasser verkauft wird, würde ich sagen, nehme ich das auf jeden Fall auch mal mit. Und die 6 Wasserpfeile, die mir hier angeboten werden, auch. Healing Potions habe ich laut der Aussage gar keine dabei. Dann nehme ich die beiden auch mit. Minen. Boah, 350 kosten hier Minen. Seid ihr eigentlich wahnsinnig? 4 Feuerpfeile, 5 Münzen. Okay. Ah doch, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Dann brauche ich aber definitiv keine Noisemaker. Ich könnte eher noch so ein paar... Na ja, toll, eine einzige Mine habe ich dann dabei. Feuerfall kostet 300. Okay. Machen wir das so. Ich würde sagen, dann beende ich diesen Part an der Stelle. Weil jetzt natürlich das neue Level startet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist mal wieder ein sehr langer Part geworden, aber das macht nicht sich Eve Zier grundsätzlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung, ich bin da wirklich müde. Lasst doch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen und schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Kommentare sind natürlich auch wie immer gerne gesehen. Ich werde auch jeden auf jeden Fall beantworten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.